Hi, ich wollte euch mal kurz erklären, warum auf dem Kanal hier so wenig passiert, warum ich so wenig hochlade. Die Leute von Instagram können das immer ein bisschen mitverfolgen. Der Ford ist ja weg und da muss ich einen neuen TÜV machen lassen. Den konnte ich jetzt nach 9 Monaten endlich abholen, aber der Händler hat eigentlich nur Scheiße gebaut, muss ich mal wirklich so sagen. Er muss jetzt nochmal 3 Punkte nachholen. Das ist eigentlich noch eine viel längere Liste. Ich könnte mich hier auskotzen. Wäre dann ein 15-Minuten-Video, aber ich möchte es sehr kurz halten. Die 3 Punkte, die er jetzt nachbessern soll, er sollte ja eigentlich den Wagen von dem Abgasstrang her serienmäßig wieder zurückrüsten, weil die Polizei das ja auch so wollte. Da hat er mir nur die Abgasanlage mit Rußpartikelfilter, AdBlue-Einheit, Schalldämpfern drunter gebaut und vorne die Abgasrückführung komplett vergessen. Da hat er sich gewundert, warum der Wagen im Notlaufprogramm läuft. Natürlich, wenn du nur die Hälfte einbaust, geht das nicht. Ne? Habe ich schon. Ey, deswegen fahre ich nach Mainz mit einem Anhänger, das musst du dir mal vorstellen. Dann ist mir aufgefallen, dass die Abgasanlage nicht so sitzt, wie sie serienmäßig sitzt. So direkt unterm, die ist eigentlich, kommt hier links raus beim Fahrzeug und die sitzt direkt unter der Karosse. Und bei dem hing sie jetzt so 2 Handbreiten unter dem Fahrzeug. Das sah aus, als hätten die es mit Kabelbinder festgemacht. Das sollen sie nochmal richten. Das erwarte ich auch, wenn ich zu einem Ford-Händler fahre, dass das ordentlich ist. Und der 3. Punkt, die haben mir den Hauptbremszylinder gewechselt. Der war eigentlich Taco, wo ich den Wagen dort abgestellt habe, aber wahrscheinlich hat er sich totgestellt oder kaputt gestanden. Nach 3 Monaten hatte ich irgendwie Luft im System, deswegen mussten sie ihn tauschen. Sehe ich auch voll ein, aber dann komme ich zur Probefahrt und dann trete ich auf die Bremse und trete bis aufs Bodenblech durch. Die haben das Ding nicht mal entlüftet, nicht mal vorher Probe gefahren, bevor ich gekommen bin, ob das auch alles läuft. Das sind so die 3 Hauptpunkte. Eigentlich ist die Liste viel länger, was sie noch machen müssten, aber ich will den Wagen auch einfach mal wieder haben. Und für den Scheiß, ich erzähle euch das nochmal ausführlich, habe ich schon 2.600 € hingelegt. Das musst du dir mal geben. Ich habe echt einen Hals und wenn ich schlechte Laune habe, mache ich halt keine YouTube-Videos. Deswegen kommt hier so wenig. Aber ich werde in den nächsten Tagen jetzt einfach mal anfangen, nach und nach jeden Tag so ein altes Video wieder hochzuladen, dass ihr hier mal wieder Content habt. Aber das kennen halt die alten Abonnenten schon. Ist halt jetzt so. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss.